Wir sehen hier das Sony Ericsson Yari. Dieses Handy hat eine 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus und Fotolicht. Und genau diese Kamera wollen wir jetzt mal testen. Die erreichen wir zum Beispiel, wenn wir hier auf der Seite längere Zeit auf den Auslöser drücken. Dann ja, startet hier das Kameramenü. Und dann habe ich erstmal mehrere Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel Aufnahmemodus, Szenen, Bildgröße, dann den Autofokus, den Blitz, Selbstauslöser, Belichtungsmodus, Weißabgleich. Wenn ich dann hier wechsle, springe ich leider direkt raus, wobei ich auch direkt in das Menü wieder reinkomme. Also wer hier ein bisschen rumprobieren möchte, kann das relativ einfach tun. Dann habe ich hier Effekte und nochmal weitere Einstellungen. Autofokusleuchte, dann Position hinzufügen, Überprüfung, Verschlusston und die Einstellung zurücksetzen. So, ich denke, dann sollte ich hier direkt mal ein Bild machen. Dazu kann ich dann hier den Auslöser nutzen. Das Bild ist leider insgesamt recht dunkel. Wir haben natürlich noch mehr Fotos gemacht zum Testen. Dabei kamen teilweise Unschärfen, Farbfehler und Bildrauschen vor. Wir haben aber durchaus auch gute Ergebnisse erzielt. Also es kam immer so ein bisschen auf die Lichtverhältnisse natürlich an. Also da kann man durchaus auch gute Resultate mit dieser Kamera erzielen. So, jetzt wollen wir mal ein Video drehen. Da habe ich hier erstmal die Videolänge, die ja, kann ich auf normal stehen lassen oder eben für MMS begrenzen. Dann kann ich auch das Fotolicht hier einschalten. Also wir sehen, es wirkt jetzt natürlich erstmal hell. Insgesamt muss man aber schon sagen, dass es natürlich nicht ausreicht, um zum Beispiel einen Raum aufzuhellen. So, dann Nachtmodus, Selbstauslöser, Mikrofon, Belichtungsmodus, Weißabgleich, Effekte. Und bei den Einstellungen haben wir dann die Überprüfung und Einstellungen zurücksetzen. So, dann werde ich mal ein Video drehen. So, und das können wir dann hier abspielen. Die Qualität ist allerdings nicht wirklich gut. Also es ist ein bisschen heller als als das Foto, aber es ist schon recht pixelig. Also da sollte man, denke ich mal, nicht zu viel von erwarten.